Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute den Perkbuild Handmodel aus unserem Steam Guide für Killer. Der Perkbuild besteht aus den Perks Todgeweiht, Eiserner Griff, Franklins Niedergang und Henkersstreich. Und ihr seht schon, all diese Perks eint, dass da Hände drauf sind. Grob zusammengefasst, mit Todgeweiht weiß ich, wo sich Leute heilen, wenn sie weit von mir weg sind. Mit Eiserner Griff kann ich Leute zu Haken tragen, an die ich sonst nicht kommen würde. Mit Franklins Niedergang kann ich überlebenden Items aus den Händen schlagen. Und mit Henkersstreich sehe ich die Augen von Überlebenden in der Nähe von Haken, wenn ich gerade jemanden auf der Schulter habe. An sich keine große Synergie, aber wie gesagt, überall Hände drauf. Und wer könnte ein besseres Handmodel sein als die Hexe? Niemand, denn die Hexe hat eine wunderhübsche Klaue, die sie hier präsentieren möchte. Außerdem hat die Hexe das Addon vernarbte Hand, also besser passt's auch nicht. Das sorgt im Grunde dafür, dass ich mich nicht zu meinen Pfützen teleportieren kann. Nee, nicht zu meinen Pfützen, zu meinen Schlammphantomen teleportieren kann, dafür meine Schlammphantome immer allerdings Körperkollision haben. Das heißt, die Überlebenden können nicht durchlaufen. Dazu noch hier dieser durchnässte Schuh, der einfach dafür sorgt, dass die Überlebenden auch noch ein bisschen verlangsamt bin und ich ein bisschen schneller bin. Das synergiert auch mit damit, weil auch der durchnässte Schuh sorgt dafür, dass ich mich nicht teleportieren kann. Das heißt, ich muss meine Fallen schlau setzen, sodass Überlebende da an gewissen Stellen nicht durchkommen und ich kann mich nicht teleportieren, bin also weniger mobil. Wie das Ganze ausgeht, seht ihr jetzt im Video. Ja, und da sind wir auch schon in der Runde mit dem schicken Handmodel. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden und ob die Fallen das tun, was sie tun sollen. So, als allererstes platziere ich ein paar Fallen. So, die Sache ist, dadurch, dass ich mich nicht teleportieren kann, muss ich die Fallen jetzt auch ein bisschen anders legen. Und zwar so, dass sie eher da sind, wo sie Überlebende abblocken können. Hier drinne ist jemand. Da vorne, hallo, Fang. Wow. Einmal. Okay, das ist nicht gut, dass wir sie direkt schon erwischt haben, weil ich habe noch kaum Fallen gesetzt. Würde ich jetzt sagen, wenn ich eine normale Hexe spielen würde. Aber so ist es eigentlich. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Erste Gen schon durch. Okay, Leute. Hab ich dich. Wunderbar. So, okay, wenn ich die jetzt aufnehme, sehe ich Leute in der Nähe von meinen Haken durch Henkersstreich. Ich sehe aber irgendwie keine Leute in der Nähe von meinen Haken. Schade. Okay, ich habe zwei Fallen gelegt, ne? Okay, ich lege mal... Ah, nee, ich lege keine Falle. Okay, ich setze hier eine Falle hin, zack. Warte, hier waren gerade Schritte. Hä? Okay, da wurde gerettet. Schnelle Überlebende nach dort oben weg. Wunderbar, hallo Mac. Ich mache hier direkt kaputt. Okay, ich muss das irgendwie versuchen, gut runterzuspielen. Das Gute ist, ich jage gerade zwei Überlebende. Fang. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass die Fang nicht wieder zu dem Generator geht, weil ich meine, so muss ich sie ja irgendwie wegscheuchen. Ich lasse sie liegen. Aber ich meine, sie hätte nicht zum Generator gehen sollen. Sonst hätte ich mir stattdessen lieber die Mac geholt. Ich setze hier eine Falle hin. Zack. Hier oben lang. Hallo Mac. Und einmal, zack. So, die Sache ist, ich hoffe, dass Mac jetzt irgendeine Falle von mir auslöst und die Falle sie dann schön bodyblockt. Okay, da wird sie gebodyblockt von der Falle. Aber Mac ist schon wieder weg. Okay, dort oben wurde hochgeheilt. Das ist ja das Blöde, wenn die meine Fallen auslösen und ich nicht in der Nähe bin. Verdammte Axt. Okay, Mac. Okay. Da haben wir dich. So, die packe ich jetzt schön in den Keller runter und dann platziere ich dort ein paar Fallen. Und die Fallen blocken die Überlebenden und die können vielleicht nicht retten, wenn sie das Pech haben und die Fallen auslösen, ne? So, ich werde hier eine Falle hinlegen, zack. Ich werde hier eine Falle hinlegen, zack. Ich werde eine am Eingang legen und eine dort. Ich will es jetzt auch nicht zu schlimm machen, weil, naja, das ist halt blöd, ne? Aber so ein paar Fallen kann ich ja legen, zumal ich mich ja eh nicht hin teleportieren kann und die Fallen die Überlebenden nur ablocken können. Sodass die es da ein bisschen schwerer haben, direkt zu retten. Setze ich hier meine Falle hin, zack. Okay,
Okay, hier unten wurde an dem Generator kurz gearbeitet. Das Gegentraining lohnt sich kaum. Geht jemand retten? So wie es aussieht, nein. Okay, die haben hier oben in dem Gebiet die Fallen ausgelöst. Welche Gens will ich eigentlich halten? Ich setze hier nochmal eine Falle hin, zack. Dass da vielleicht geblockt wird. Ich setze hier nochmal eine Falle hin, dass man hier gar nicht erst reinkommt. Und dann setze ich noch eine auf der anderen Seite. Da wurde gerettet, okay. So, meine Lieben. Wenn ihr rettet und raus wollt, die Fallen blocken euch und halten euch unten. Zack. Die Feng sollte nicht rauskommen. Okay, die Feng ist durchs Fenster. So, ich komme hier raus. Wow. Hallöchen. Hier ist eine Falle, durch die kann sie nicht durch. Wunderbar. Okay, Mac werde ich liegen lassen. Die kam gerade vom Haken. Ja, nein, vielleicht. Und ich werde Feng runterhängen. Okay, die Fallen haben so ein bisschen zumindest dafür gesorgt, dass hier die Rettung schwieriger war. Und die Feng da so ein bisschen weggeblockt wurde. Mac wurde schon aufgehoben, okay. Entweder unbeugsam oder ein gutes, oder ein Teammate hier irgendwo in der Nähe. Komm schon. Zack, ich setze wieder hier eine Falle hin und hier eine Falle. Wie gesagt, ich kann halt nur die Fallen zum Bodyblocken nutzen und das ist halt so der einzige Ort. Okay, Hallöchen. Ich dachte, da wäre Mac vielleicht. Nein. Okay, die läuft weiter. Hallöchen. Okay, ich zerstöre die Palette. Zack, zack. Und folge ihr weiter. Die Sache ist, ich meine, sie können die Feng retten. Ich kann mich ja eh nicht hin teleportieren. Und drüber. Jetzt kriegt sie den Hit. Zack. Und sie lenkt mich direkt in ein Gebiet, wo ich keine Fallen gelegt habe. Die Sache ist, wenn sie jetzt die Feng nicht rechtzeitig retten oder wenn sie die Feng zu ungeschickt retten. Oh, sie haben die Rettung geschafft. Sehr schön. Und jetzt lösen sie die Fallen aus und kommen vielleicht gar nicht aus dem Keller raus, ne? Das wär's. Ich setze hier direkt die Falle hin. Okay, sie ist direkt weitergelaufen. Sie hat die Chance genutzt. Schlaue Yui. Nächste Gen durch. Okay. Ich muss sie andersrum jagen. Ich muss sie so rumjagen. Jetzt löst sie die Falle aus und kann aber nicht durch die Falle durchlaufen. Hart im Nehmen. Nein, habe ich dich. Okay, wunderbar. Die Feng wurde geheilt. Okay, hier war jemand, der die Palette umwerfen wollte. So, es muss nur noch ein Gen gemacht werden. Das ist halt richtig riskant. Und ich habe nicht genug Haken gemacht. Das ist ziemlich blöd. So, ich setze einfach ein paar Fallen hin. Hier sind Rennspuren. Hier unten zu dem Gen. Es wurde schon gerettet, okay. Die Falle wurde ausgelöst. Feng. Feng? Ist die wirklich gerade in den Schrank gehüpft? Nee, ne? Die ist gerade wirklich in den Schrank gehüpft. Hast du einen Entscheidungsschlag? Nee, die hat gerettet, ne? Okay, ich mach meinen Kill. Oh, okay, Mac. Zum Glück habe ich sie durch Henkers Streich gesehen. Oh, den wollte ich, den Hit. Jetzt oben weg. Die Falle wird leider nichts machen. Okay, sie haben den nächsten Gen geschafft. Haben die gut die Gens gemacht, ne? Die Sache ist, die Map ist halt relativ groß für so ein Spaßbild. Oh, die laufen alle in einer Linie. Das heißt für mich, dass dort irgendwie die falsche vielleicht ist. Ich habe gemerkt, dass die Mac zurückgeblieben ist. Okay, ich lass mal Mac liegen. Okay, sind die alle nach hier unten weggelaufen? Ah, schade. Schade. Okay, Kate hatten wir noch gar nicht. Die Runde. Okay, die Kate wird dort oben jetzt. Quatsch, die Yui wird dort oben jetzt die Mac versuchen aufzuheben. Ja, hat sie geschafft. Dort oben weg.
So, dort unten liegt ein Item. Okay, hallo Mac, hart am Nähen. Sehr schön. So, die Sache ist, ich habe viel zu wenig Fallen. Okay, dort hinten haben wir die Yui. Sie läuft leider nicht dort hoch. Ach, mein Plan, dass die ganzen Fallen sie schön ablocken, der geht halt gerade überhaupt nicht auf. Weil die Fallen teilweise schon ausgelöst sind. Hallöchen. Och, Mann, ich dachte, sie hat gesehen, dass ich hier lang gehe. Und täuscht nur an. Okay. Einmal. Das Tor dort unten wird geöffnet. Ich könnte vielleicht das Tor sogar aufhalten. Zack. Kann ich eine Falle direkt legen? Ja, kann ich. Ich weiß, dass Yui hier noch ist irgendwo. Nee, Yui ist weg. Verdammt. Da ist niemand. Jetzt wird Mac wahrscheinlich gleich aufgehoben. Okay, ich weiß direkt, wo sie sind. Danke, Todgeweiht. Das rettet mir gerade vielleicht sogar einen Kill. Heilen die sich voll? Die heilen sich auch noch voll. Mist. Hallöchen, Yui. Okay. Mist. Wie spielt die mich denn aus, die Yui? Okay, wenn sie dort vorne läuft. Ach, bei der Palette habe ich hier keine Falle gelegt. Habe ich dich? Die Sache ist, ich muss das eigentlich jetzt versuchen, durch Slagen irgendwie hinzubekommen. Anders wird es halt schwierig. Und Tap. Da unten wurde meine Falle ausgelöst. Heißt aber auch, dass dort unten jetzt jemand ist und da komme ich nicht rechtzeitig hin. Tja, das ist halt Hexe, die nicht teleportieren kann, ne? Man kann auf manchen Maps das richtig fies runterspielen. Ich glaube, das ist so eine Map, bei der das eher schwer fällt, ne? So, aber wir haben wenigstens wunderhübsche Hände. Das geht uns alles also gut von der Hand. Hallöchen, Mac. Ich gebe Mac einen mit. Okay. Mac, die geht nochmal für eine Jagd hier. Dort ganz unten ist auch Kate. Boah, ich könnte... Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wunderbar. Zack, zack. Ich weiß, wie gesagt, dass hier Kate ist. Ich denke aber mal, dass Kate sich gut versteckt. Oh, der Schlag kam viel zu schnell. Wen jage ich? Die nach da oder die nach da? Dort kommst du nicht. Dort, die kommt vorbei. Keine gut gesetzte Falle. Du liegst. Dort unten wurde gerade die Falle ausgelöst. Pi mal Daumen. Okay, Kate wurde geheilt. Die heilen sich immer wieder. Ah, und Mac ist dort unten weg. Die kriege ich nicht mehr. Die ist dort unten bei dem Tor. Da komme ich jetzt nicht rechtzeitig mehr hin. Ah, hätte ich vielleicht auf Kate gehen sollen. Wahrscheinlich, ne? Kann ich aber auch noch. Wo ist Kate? Dort unten ist Kate. Zack. Okay. Die Palette steht hier noch. Yep. Habe ich dich? Nice. Boah, was für ein Endgame, ne? Das ist ja mal ein richtig krasses Endgame. Ah, ich hänge sie dorthin. Wird Mac nochmal retten kommen? Ich weiß es nicht. Dank eiserner Griff, ne, geht das hier alles ohne Wiggeln, ohne große Probleme. Ha. Ich habe halt keine Ahnung, wo Mac ist. Wo wäre ich, wenn ich Mac wäre? Auf dem Weg schon zur Yui dort oben? Sie ist in der zweiten Hakenphase. Ja, da wurde gerettet, okay. Jetzt ist ein Sprint. Wer ist zuerst bei dem Tor? Dort vorne. Das ist der Sprint. Ja, die sind beide schneller als ich. Schade.
Okay, und sie hauen ab. Ja gut, würde ich auch machen. Ich wollte jetzt den am Ende halt einfach einen großen Raum lassen, um nochmal zu retten, um das hier nochmal richtig spannend zu machen. Ich habe keine Ahnung mehr, wer Yui ist. Am Ende ist Yui auch dort am Tor und ich krieg nur einen Kill. Ja, ich meine, ich hätte jetzt auch ein bisschen krasser die Kate campen können. Oh, ich hätte aber auch keine Lust drauf. Na gut. Tschüss. So, wo ist Yui? Die ist schon über alle Berge, ne? Über alle Berge oder bei der Falltür? Wahrscheinlich über alle Berge. Zack. So. Die Sache ist, sie kann halt nur zu dem Tor hier kommen. Die Kate ist, als sie rausgegangen ist, in die Richtung gelaufen. Na komm, wir machen es mal spannend. Wer findet sich zuerst? Ich finde dich zuerst. Okay, schön. Na gut, da haben wir zwei Kills bekommen auf dieser großen Map, ohne dass ich mich teleportieren konnte, ist es gar nicht mehr verkehrt. Ich glaube, die Yui ist halt zu dem Tor gekrochen, aber das war nicht offen. Ah, wie fies. Die war bestimmt dort und dachte ich, Leute, verdammt, falsches Tor. Naja, vor allem das Endgame war nochmal richtig spannend. Ne? Aber gut, das Handmodel, ne? Die Hexe hat hier ihre schicke Hand bewiesen, hat alle Items aus den Händen geschlagen, hat gesehen, wenn sich Leute in einer gewissen Reichweite weg von mir teleportiert haben. Gut, Henkers Streich hat mir nicht wirklich geholfen. Aber gut, eiserner Griff war, denke ich, ganz nett. So, ja, wir haben Black Pip gemacht, war aber zu erwarten. Das passiert bei solchen Spaßbuilds, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!